So. Mit dem Stab meines buckligen, holprigen KNS startet auch mein YouTube-Channel. So. Wurde nicht gepflegt und gibt es Leute angesprochen haben. Was den Cayenne betrifft, sollte es jetzt dann doch so sein, dass ich Videos mache und vielleicht dem einen oder anderen dann doch auch Hilfe sein kann. Leute, richtig schön raus, das ist gut. Motorkontrollleuchte ist an, mal wieder. Aber das wird sich vielleicht doch bald legen. Ziehen tut er wieder. Er ist voller Öl gelaufen, weil ich eine Zeit lang bergab gefahren bin. Er läuft immer voll und es muss er erstmal wieder ein bisschen verbrennen. Und dann läuft er auch wieder. Klickern tut er auch. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Der klickert schon sehr arg. Es sind aber die Hydrostöße. Dann am besten, wie gesagt, endoskopieren. Oder, was ihr auch machen könnt, fahrt das Auto einfach. Fahrt das Auto. Ja. Jetzt ist halt doof, weil meine Ventilschaftdichtung ist wahrscheinlich kaputt. Deswegen ruckelt meine jetzt eh. Bei dem kann ich es jetzt gar nicht demonstrieren, obwohl ich auch nicht weiß, ob wir überhaupt den Motor haben. Aber was ich sagen kann, ist, bleibt mal auf gleicher Drehzahl. Ihr hört dieses Klickern. Klack, 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 klack. Werdet ihr dann schneller? Und dieses Klickern macht immer noch klack, 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 klack. Dann sind es die Hydrostöße. Porsche-Motoren wollen einfach ein bisschen gefahren werden. Habt ihr ein gleichbleibendes, dann kann es kein Kolbenkipper sein, weil die Kolben bewegen sich mit der Drehzahl. Die Hydrostöße allerdings nicht. Bedarf keine Richtigkeit, sind alles nur Sachen, die... den Kanal abonnieren, folgt mir 955 und 957, also von der ersten Baureihe E1. Ein cooles Auto. Man muss wissen, das Auto ist alt. Ja? Das Auto ist teilweise, also den wir jetzt gerade fahren, ist noch nicht genau 20 Jahre, ich glaube am 13. Oktober. 13. Oktober 2003. War Erstzulassung, die ist 20 Jahre alt. Natürlich, normal sind sie orange. Ich muss aber sagen, dass mit diesem gebrauchten Fahrzeug hat man weniger Stress, beziehungsweise die Sachen sind relativ teuer. Reifen, ja, sind auch ein bisschen teurer, aber auch nicht teurer wie von dem 3er BMW, der 19 Zoller fährt. Ja, also das ist auch so ein Punkt. Aber du hast, wie ich finde, also ich habe mit dem Auto einfach mehr Spaß als mit jedem anderen. Aber die Sachen, die ich bis jetzt gefahren bin, und alle, es macht einfach megamäßig Spaß. Falken, Wild Peak, AT3, glaube ich, heißen sie. AT, vielleicht kommt da noch etwas anderes, aber 3, wenn ihr das eingibt, kriegt ihr sie mit 600 Euro gekostet. Also das ist jetzt nicht so die Welt und es ist ja nicht so, dass sie jetzt gleich kaputt gehen. Ja, die fahre ich ja die nächsten 3 Jahre. Und ja, so 180. Weshalb ich mich auch für die Reifen entschieden habe, so 119 schaltet im 6. Gang. Genau. So, jetzt sind wir schon bei 200, so ein bisschen runtergehen. Wie gesagt, die Reifen sind bis 190 ausgelegt. Was ich ziemlich cool fand, deswegen habe ich mich auch für die Reifen entschieden. Und die Falken halt bis 190. Und ich finde, wenn man in Cayenne fährt, macht man das nicht, um langsam zu fahren. Also die im Gelände vielleicht auch sogar noch überlegen sind. Von daher muss es nicht unbedingt dann so ein... Ja, es gibt Offroad, geile Offroader, du kannst damit zügig irgendwo hinkommen, du kannst damit aber auch zügig mit der Familie in Urlaub fahren. Ja, mit meiner Durchschnittsgeschwindigkeit oder wenn ich gerne 180 fahre, dann will ich auch, dass ich in
Reifen habe, der das kann und ich nicht durch die Reifen beschränkt bin. Was ich sagen wollte, es gibt mit Sicherheit bessere Reifen für komplett Offroad, es gibt definitiv bessere Reifen für die Straße, aber die Reifen waren für mich der beste Kompromiss. Ja, aus Geschwindigkeit, Verbrauch, sie sind auch relativ leise, muss man sagen, für Offroad-Reifen. Und es sind eben trotzdem noch Offroad-Reifen, also ich komme bis jetzt überall hin. Müsste auch zurückspulen sein, ja, was war das jetzt? Vielleicht habe ich auch eine Sache vergessen. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Das soll jetzt ja auch nur ein großer Ball ums Ganze sein, warum ich diesen Kanal überhaupt mache. Der Kanal soll einfach nur dafür da sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen Senf über den Cayenne loslasse. Ja, vielleicht mache ich doch ein bisschen weiter. Das Video wird lang, aber ist jetzt auch so ein Einführungsvideo. Ist ja wie bei Filmen, da gibt es ja auch erstmal einen Pilotfilm. Und der geht dann in Spielfilmlänge und dann gibt es die Serie. Und ist wie bei WhatsApp-Sprachnachrichten, dann redet man und redet und redet und redet. Ja, ist halt so. Viele nervt, aber bei YouTube, ihr könnt ja vorspulen. Ich habe gefragt, so gerade jetzt, ich habe ja zwei Cayennes und ich bin nicht wohlhabend, ich habe nicht viel Kohle. Vielleicht schneide ich das raus. Teile halten sich in Grenzen. Es geht weniger kaputt als zum Beispiel bei dem alten Ford Mondeo. Ja, klar, Luftfahrwerk ist ein Thema. Wenn das kaputt ist, ist es teuer. Ja, aber wenn ich jetzt gucke bei meinem 20 Jahre alten Ding, ist es jetzt noch nicht kaputt gegangen. Wenn das jetzt kaputt gehen würde, ja, und ich mir ein neues hole, dann hebt das unter Umständen wahrscheinlich auch wieder die nächsten 15 Jahre. Es ist noch immer so, das Auto ist ja ein Spaßauto. Ich fahre als Daily ein anderes Auto. Man könnte ihn als Daily fahren, wenn ich sparsam bin. Also mein GTS liegt bei unter 13 Litern, obwohl ich sie echt gerne und viel fahre. Also den habe ich jetzt seit November und habe ich gekauft mit 194.000, glaube ich, oder 192.000 Kilometern. Und aktuell sind wir bei 200.680. Weil es halt einfach Spaß macht. Ja? Und ich meine, Skiurlaub kostet auch Geld. Oder auf dem Golfplatz. Oder Tennisspiegel. Oder einfach nur shoppen gehen. Also es gibt viele Sachen, um Geld zu verbrennen. Jedem das seine. Ja? Für manche ist es was, für manche ist es nichts. Ich finde das halt sehr cool. Es gibt mit Sicherheit kommen Zeiten, da kriegst du kein Cayenne mehr für 2.000, 3.000 Euro. Ich will Cayenne fahren. Klar, steigen die Preise irgendwann und das und viele wollen mit durchgehendem Scheckheft und Pipapo bei Porsche gewartet und alles Mögliche. Ist cool, ja. Muss aber auch sagen, unrealistisch bei dem Auto. Also da einen zu finden und dann kostet der aber auch sehr viel. Ja. Und wurde einer angeboten, ein 55er mit über 200.000, der hatte mehr Kilometer als meiner, ja, für 15.999 Euro. Egal, ob das Ding erste Hand ist und Scheckheft gepflegt. Wie viel muss ich denn damit Spaß haben oder was kann denn der mehr als meiner entsteht? Ist mir aber persönlich der Spaßfaktor am Auto dann verloren. Wie bei dem scheiß Ding hier. Übrigens Exklusivmanufaktur. Ja? Und ich bin gerade dran, herauszufinden, ist wahrscheinlich der erste. Der Cayenne, der durch die Exklusivmanufaktur gegangen ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht im Video hier. Schön bestickt. Bestickt, Kieselgrau, komplett Armaturenbrett, alles in Kieselgrau. Gab es nicht ab Werk. Ab Werk gab es nur Stahlgrau, die hatten dann zwei Tonen, war oben ein bisschen dunkler und unten heller. Dann Sandbeige und Schwarz und Palmgrün. Palmgrün gab es ab Werk, habe ich aber noch nie gesehen. Noch nie in meinem Leben. Würde ich auch gerne mal sehen in einem Cayenne. Wenn jemand einen hat, gerne Fotos schicken, gerne verlinken, mich verlinken bei Instagram. Instagram übrigens Ronny Light, also RNYLGT _ offiziell.
beziehungsweise Bodylight Official oder so. Ich kann damit sagen, die werden irgendwann ihre Preise kriegen, aber jetzt sind die Preise so im Keller, so günstig kriegst du die Dinger hinterhergeschmissen, dass es eigentlich schade ist, sich keinen zu holen. Ja, holt euch so ein Ding, macht was Gutes draus. 2585 oder sowas bringe ich nochmal richtig ins Bild. Cayenne gab es noch. Also von dem hier. Vom Cayenne S. Erste Baureihe. Und das ist schon nicht ganz so viel. Zulassungszahlen in Deutschland. Also nicht produziert weltweit. GTS übrigens 1117. Aktuell zugelassen. Also zumindest Stand August 2022. Also ich glaube, der wird definitiv unter 2000 sein, weil es werden so viele geschlachtet. Es ist der Wahnsinn. Es werden so viele einfach kaputt gemacht. Beim GTS stabil könnte sein, dass es sogar mehr werden, weil eben der eine oder andere in der Garage stand und jetzt dann zugelassen wird. Ich bin angekommen. Ich glaube, ich mache so Videos immer beim Fahren. Das entspannt mich. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr jetzt das Video nicht ganz so lang und langweilig fandet und denkt, ja, gucken wir mal ein bisschen, was der aus dem 3800 Euro Porsche macht, wird einiges gemacht werden. Also vorne Kotflügel, aber das ist ein anderes Video. Dann zeige ich euch mal das komplette Auto, was ist. Kotflügel ist matt, Stoßstange ist matt. Viele kennen vielleicht das Auto auch schon aus Instagram. Da ist definitiv was dran zu machen. Hydroschlüssel will ich machen. Ventilschaftdichtungen müssen gemacht werden. Getriebespülung mache ich erst bei 240.000, wenn es auch vorgesehen ist. Aber solche Sachen, und da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen, auch wenn ich selber Sachen mache. Ja? Zum Beispiel hier noch ein kleiner Tipp. Batterie, ja? Ihr müsst weder einen Teppich aufreißen, ihr müsst weder einen Teppich zerschneiden, um an die Batterie zu kommen, die unterm Fahrersitz sitzt. Ihr müsst einfach nur diese zwei Plastikkappen nach vorne bewegen. Dann befindet sich ein Vielzahn-Schraubdinger, eine Schraube. Ja, und dann schraubt ihr diese ab und klappt einfach den Sitz nach hinten. Fertig ist das Geding. Und dann gibt es noch zwei Zehner-Nüsse, wo ihr noch ein paar Kabel oder die Halterung löst, damit ihr die Batterie rausheben könnt. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich glaube, woran man erkennt, ob ein Auto immer bei Porsche gepflegt worden ist oder nicht. Weil wenn ihr dann diese unten am Sitz, hat der nämlich auch, dieses Aufgerissene an der Seite, da haben die Leute einfach eine Schraube gesucht, um da irgendwie ranzukommen. Ja, aber wenn man das weiß, muss man diese Schraube nicht suchen, sondern nimmt einfach diese Plastikdinge, also Fußmatte raus. putzen muss man auch. Zieht diese Plastikdinger ab. So, ein Nippel gebrochen, aber ich guck mal, den nehme ich mal mit hoch. Kann ich neue bestellen. Genau. Und dann hat man eben schon die Schraube, schraubt die auf, klappt den Sitz nach hinten. Am besten die Lehne dann ein bisschen nach vorne machen. Klappt nach hinten und du kommst super überall ran. Macht das mal. Also wenn ihr es machen müsst, macht das so. Ist schöner. Genau, sonst ja, gibt viele Sachen und ich nehme euch dann auch immer mit. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn ich irgendwas hier an dem Dinger mache oder auch machen lasse. Wie gesagt, dann können wir das ja gemeinsam machen und das Auto schön machen. Das muss auch beledert werden. Da habe ich euch dann auch Adressen oder keine Ahnung, wo man das machen kann. Schönen Wochenstart. Bis dann. Ciao, ciao.